Hallo und herzlich willkommen zur 14. Folge des Frostpunk-Szenarios Die Archen. Ich bin der Palzi. In der letzten Folge haben wir zuletzt das Freudenhaus verabschiedet, in dem Hester Saville demnächst mit ihrem Bein winken darf. Oder auch nicht. Ich habe nämlich zwischen den Folgen gedacht, da der ja eh überlegt hat, der Arbeiter, kann der ja auch das Wirtshaus betreiben. Frosty. Christopher Gowan hieß er, richtig. Genau, wir mussten seinen Vornamen verkürzen, weil der zu lang war. Wir haben das Frosty nicht mehr reinbekommen. Haben die Dampfkohleminen erforscht. Da ist auch gerade ein Upgrade im Gange, sehr wichtig, und mussten uns jetzt mit der Tech beschäftigen. Hier hatte ich gesagt, ist eigentlich nichts, was wir aktuell brauchen bei den Rohstoffen. Nahrung und Gesundheit. Industrielles Treibhaus ist interessant. Wärmedämmung, Krankenhaus im vorherigen Schienehaus wäre auch interessant. Müssen aber zusehen, dass wir Wärmetech auch erforschen. Eine Erkundung wäre Eingliederung von Automatonen super. Wir brauchen noch eine Heiztech und ich denke, wenn wir uns die Generatorleistung gönnen, ist das. Nee, ich will erstmal sehen, wie wir mit der Kohle klarkommen. Ich denke, wir müssten die verbesserten Heizkörper machen. Das ist halt etwas flexibler, da können wir dann individuell entscheiden. Heute Abend um 18 Uhr müssen wir die Dampfzentren, die zwei, auch noch in Betrieb nehmen. Nee, wir sind eigentlich schon rüber. Wir hätten das schon längst machen müssen, ne? Wir haben ja mehr als die Hälfte schon verbraucht. Ich scheue jetzt aber ein bisschen davor zurück, weil wir gerade dabei sind, aufzuwerten. Das heißt, wir warten Aufwertung mindestens einer Mine noch ab und lassen die Zeit laufen. Da ist irgendwas zu kalt. Achso, das sind die Archen, die da ein bisschen rumzicken. Gesetz, das war das letzte Gesetz, das wir verabschiedet haben. So, wann kommt der Drillman zurück? Der ist noch beim Auftanken. Da kommt er. Sobald hier eine Mine aufgewertet ist, schmeißen wir die Dampfzentren an. Du, guter Drillman, darfst dir jetzt auch die Dampfkohlemine gönnen. So, und die 32 pro Stunde. Das ist doch ein ganz anderer Tobak hier. So, und jetzt Heizungssituation. Dich an, dich an. Dann müssen wir jetzt auch anfangen zu heizen in den Archen, damit die sich erholen können. Gut. Sehr, sehr gut. Kohle 12 Stunden, aber wir werden gleich die doppelte Kohleproduktion haben, wenn der Drillman fertig ist bei seiner Kohlemine. Wir haben genug Stahl. Ich bin gewillt. Ne, wir machen mal morgen oder heute Nacht. Ich will nach Möglichkeit, ich will nach Möglichkeit die Heizkörpertechnologie noch durchbekommen.
Wie geht's denn, Chris? Immer noch schwer krank. Das heißt, wir müssen wieder Hester losschicken. Um 18 Uhr. So, jetzt arbeitet er. Wie ist die Kohlesituation? Ja, jetzt ist picobello, würde ich sagen. Es war temperaturmäßig immer noch recht schattig. Aber in der Nacht können wir ein bisschen regeln. Und mit der Heizkörpertechnologie 2 da, also der verbesserten, werden die Krankenstationen auf jeden Fall erträglich, mit Overdrive dann sogar komfortabel. Hier sind wir sogar ein bisschen over the top dann bei den Archen. Aber ist okay, ist alles okay, finde ich gut, so wie es läuft gerade. Dann 18 Uhr um Palzi, du und dein Mikro. Ja, ich und mein Mikro. Ich muss hier Spaß haben. Ich muss Hester entlassen, damit sie hier mit dem Holzbein winken kann. Denn das wollen wir uns heute auf jeden Fall ansehen. Und schon kaum ist Hester raus und hat das Wirt ist dabei, das Wirtshaus zu öffnen, schon sinkt die Unzufriedenheit. Die Leute wissen das Holzbein zu schätzen, glaubt mir. So, als nächstes müssten die zurückkommen und dann müssen die ja hinterher. So. Ne, die sind angekommen, isoliert. Achso, die waren das. Die anderen brauchen wir noch. Welche sind denn das? Die. Isolierter Schutzraum. Dieser Unterschlupf sieht sehr robust und gut erhalten aus. Vielleicht finden wir im Inneren noch ein paar Ressourcen. Rohnahrung, Dampfkerne, klingt gut. Unerwarteter Schatz. Mein Schatz! Dieser Unterschlupf muss für eine sehr wichtige Person oder eine sehr kleine Gruppe von Menschen errichtet worden sein. Wer auch immer hier leben sollte, ist jedoch nie aufgetaucht. Die Vorräte sind vollkommen unangetastet. Na, Rohnahrung ist nicht so viel. Aber drei Dampfkerne sagen wir nicht nein. Dann kannst du gleich weiter zum verschneiten Dreadnought. Hier sieht noch gut aus. Da ist erst ein Spot eingefroren. Nächste ist dann gleich der nächste Speer. Nee. Die verbesserten Heizkörper waren es erst. Die gehen ja automatisch hoch. Das heißt, es sollte ja den Sämlingen geht's richtig gut. Häuser wären schön. Überlastungskupplung würde das Ganze aber auch regeln, zumindest in der Nacht. Aber halt nicht tagsüber. Automatone effizienter, sie wäre auch sehr, sehr gut. Und ich glaube, das sehe ich sogar als wichtiger an, als das sind halt durch die Bank 10% mehr. Er sagt zwar 70%, aber unsere Automatone arbeiten aktuell auf 65, glaube ich. Ja, Basiseffizienz 65, weil wir das Automaton-Projekt abgeschlossen hatten. Meine Stimme. Kurze Pause. Ja, weil wir das Automaton-Projekt abgeschlossen hatten. Das heißt, eine Steigerung von 10% wären nicht wirklich 10%, weil sie ja von 65 auf 75 gehen. 10% von 65 sind halt nur 6,5. Da fehlen aber noch 3,5. Das ist eine Steigerung von mehr als 15% im Output.
Ich weiß nicht, ob wir das brauchen, wirklich noch. Aber ich meine, mit Neumanchester war noch irgendwas. Und habe ich mich jetzt breit gequatscht oder gehe ich doch die Häuservariante, damit die Leute weniger krank sind und wir noch schneller forschen? Rohstoffe haben wir nix hier auf dem Level. Heizkörpereffizienz, damit Heizkörper nicht so viel brauchen. Denn aktuell verbrauchen die 2. Und mit der Heizkörpereffizienz minus 1, wenn sie auf einen wieder runtergehen, spart auch Kohle. Aber da finde ich Eingliederung von Automatonen doch interessanter. Abmarsch. So, 19:30. Sollen die noch irgendwas bauen? Ja, hier. Rohstoffdepots kann man nie genug von haben. Habe ich jetzt wirklich Rohstoffdepots? Rohstoffdepots. Hier gehen doch auch noch 2 rein. Da geht auch noch 1 hin. Ach so, hier geht ja noch mehr. Hier sind ja, ist ja nur Zwischenlager hier. Da geht 1. 2, 3. Das ist eh schon angeschlossen. Das heißt, wir müssen das da noch anschließen. Haben wir wieder 3 Lager mehr. Können dann auch Zwischenlager mal aufgeben. Holz haben wir noch in petto. Und es werden 1, 2, 3 Lager gebaut. Das ist okay. Weiter. Die sind zurück, haben die Rohnahrung abgeliefert. Die sind in 2 Stunden 50 da. Das liegt fast auf dem Weg. Dann geht erstmal dahin. So, und jetzt müssen wir beobachten. Ja, jetzt fängt sie an, mit ihrem Holzbein zu winken. Wie ich in der letzten Folge schon gesagt habe, Hester schwingt das Bein, das Holzbein. Ach ja, verzeiht, aber es erheitert mich, muss ich wirklich sagen. Wie geht's, Chris? Ich hoffe, er kommt durch. So, die sind da. Kaputtes Fahrzeug. Eine Art von Maschine, die unter dem Eis begraben liegt. Wir vermuten, dass es sich um ein Kettenfahrzeug für schwere Lasten handelt. Ein Dampfkern oder könnten auch mehrere sein. Selbstmordmission. Dieses Fahrzeug gehörte einem der Mitglieder der Neumanchester-Expedition. Es war zweifellos zu schwer für das Eis, das es überquert hat. Das Gefährt zu verwenden war blanker Selbstmord. Zwei neue. Es war ein Kern, zwei neue Orte. Da können wir dich dann hinschicken, obwohl. Ja, es müsste aber hinhauen. Das heißt, wir schicken dich direkt zum Wetterturm. Bauvorhaben sind fast abgeschlossen. Ich habe vergessen, den Overdrive anzuschmeißen. Wie flauschig ist es?
flauschig genug, sodass wir hier die Heizkörper mal ausschalten können, jetzt über Nacht zumindest. Spart auch wieder ein bisschen Kohle. Hier können wir einschalten, falls wir es jemals brauchen sollten. Und da eigentlich auch. Nee, das ist. Na, es ist gerade kühl, weil wir im Overdrive sind. Das heißt, das können wir auch. Und normalerweise sollte der Kohlegewinn trotzdem sehr, sehr gut sein. So, Hester hat dicht gemacht. Geht also morgen wieder in eine Werkstatt, um ihr Holzbein weiter zu verbessern. Da arbeitet irgendjemand noch, aber ist auch okay. Die sind angekommen. Schicken wir jetzt zur beschädigten Pistenraupe. Ein Tag vier. Das sollte aber trotzdem hinhauen. Ich kann mir irgendwie gar nicht erklären, warum unsere Unzufriedenheit so weit unten ist gerade. Könnten auch mal wieder ein bisschen Rohnahrung in Essensrationen wandeln. Geht ihr fünfe erstmal morgen früh dahin ins Speisehaus. Ja, kriegen ein paar Prankereien. 4 Uhr ist. Ah, einen mehr. Jetzt haben sie, jetzt können sie sich wieder wegen Überfüllung beklagen. Sobald der drin ist. Schlechtes Essen musern sie auch noch. Aber wir brauchen unsere Suppe. So, wir brauchen aber auch ein Lager für Kohle. Wahrscheinlich demnächst. Ich mach's mal proaktiv auf. So, und 6 Uhr geht der Overdrive aus. Und dementsprechend müssen wir dann hier, obwohl in den Archen können wir sie eigentlich auslassen, denn die waren doch, nee, die waren nicht voll recovered. Okay. Also da gehen sie wieder an, damit es da keine Probleme, die alle auf Stand sind. Und dann müssen wir natürlich die Treibhäuser auch wieder betreiben. So, da wird gewandelt. Unter Umständen, ja, wir müssen für Essensrationen ein Lager öffnen. Für Holz wahrscheinlich auch. Bevor ich es vergesse, komm. Holz. Die haben es schön. Das ist schön, dass sie es schön haben. Ich bin am Überlegen, ob ich Leute aus einer Werkstatt rausziehe und schon den nächsten Automaton.
an den Start bringe. Aber wofür? Der würde nur dumm rumstehen aktuell. Er könnte in der Küche arbeiten. Und aktuell haben wir die Ressourcen. Also einen Automaton bitte. Oh, haben wir noch eine Prothese irgendwo verwendet? Nee. Wir haben drei, haben wir nicht. Nee, kann sein, dass wir vier Prothesen tatsächlich gemacht haben. Abmarsch. Und jetzt brauchen wir doch das Lager für Holz schon gar nicht mehr. Hat sich von alleine geregelt mit dem Automaton jetzt. Kohle sieht gut aus. Kriegen Sie die Eingliederung heute durch? Ja, 6 Stunden noch. Kurz vorm Abend ist es durch. Wahrscheinlich schon auf Generatorleistung gehen. Ne? Dann morgen kriegen wir schon wieder einen Temperatursturz. Dann wieder 3 Tage. Ja, es wird langsam unangenehmer, sag ich mal. Also morgen wäre es schon kalt ohne Heizungen. Das können wir nicht machen. Oder möchte ich zumindest nicht mehr machen. 2 Events. Als erstes. Da. Verschneiter Dreadnought. Ein alter, verlassener Dreadnought, der komplett mit Schnee bedeckt ist. Er liegt schon lange hier. Pionierfahrzeug. Dieser Land-Dreadnought wurde nicht für solche Wetterbedingungen entworfen. Vermutlich war er Teil einer der Pionierexpeditionen vor dem großen Winter. Wir haben hier unbezahlbare Rohstoffe gefunden. Oh, das ist schön. Hier sind wir fertig. Das heißt, du kannst nach Hause und wirst dann aufgelöst. Und dann. Der Bote lebt. Captain. Es ist uns gelungen, das Leben des Überlebenden von Neumanchester zu retten. Spricht es doch aus, von Frosty zu retten. Er ist uns dankbar, auch wenn wir seinen Arm amputieren mussten. Okay, er hat also einen Arm verloren. Sollen wir ihn dann The Arm nennen? The Arm nennen? Nein, das ist Frosty. Der hat das Frostland überlebt. Wir haben nicht die Mittel, um Leute. Ach nee, amputieren mussten. Vielen Dank. Wäre ich in Neumanchester, hätte ich es nicht überlebt. Wir haben nicht die Mittel, um Leute mit derartigen Erfrierungen zu behandeln. Seine Stadt scheint gefährlich rückständig zu sein. Okay, Frosty. Kann noch nicht arbeiten. Ist in Behandlung noch. Okay. Für die Archen stellt der Temperatursturz keine Bedrohung dar. Denen geht's gut. Lange Stunden der Arbeit, mal wieder. Sir, unsere Einwohner sind erschöpft. Einige von ihnen arbeiten schon tagelang in verlängerten Schichten. Ihre Mühen fordern ihren Tribut und sie werden unruhig. Sie haben eine Pause verdient. Gute Idee ist das nicht gerade, muss ich mal sagen. So, ihr seid eh fast durch jetzt. Das Lager ist nahezu voll, das heißt, ich schmeiße euch da jetzt raus und ihr könnt da drüben weitermachen.
geht auch gleich die Unzufriedenheit hoch, nachdem ich gesagt habe, sie müssen. Pappnasen. So, da haben wir den nächsten jetzt. Und das lohnt eigentlich kaum, den. Ah, ich habe die zu lange da arbeiten lassen. Zu dem Zeitpunkt, als ich mich entschieden habe, einen weiteren zu bauen, hätte ich die schon rausschmeißen sollen. So, euch brauche ich auf jeden Fall nicht da, sondern eher da. Und was machen wir mit dem Freien? Der bevor er gar nichts tut. Da. Und dann weiter Essensrationen produzieren. Ist halt so. Da kommt er. Blue Dubliner. Blue haben wir aber schon. Können wir mehr als einen blauen haben? Was haben wir noch nicht? Yellow haben wir. Der graue Dubliner. So. Das wäre das. Oder wir bauen noch ein, oder wir lassen ihn noch ein weiteres Treibhaus bauen. Sehe ich im Moment nicht. Wir haben jetzt schon 500 Essensrationen. Das ist erfüllt. Wir brauchen Kohle und 5 Häuser. Und lass ihn halt Essen basteln. Besser als nix. Da ist die Effizienzforschung. Es wird kühler. Ran. Ich habe zwar gesagt, ich mache Häuser als nächstes, aber wir müssen auch die Arbeitsplätze. Obwohl, die Arbeitsplätze können wir auch durch Beheizen warm halten. Was wieder nach Heizeffizienz eigentlich eher schreit. Heizkörpereffizienz. Aber wir haben da sehr, 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 sehr viele. Aber die Generatorleistung würde halt nochmal 50% höher gehen. 288 pro Tag könnten wir stemmen. Das könnten wir stemmen. Allerdings, das Problem dabei ist natürlich, die Häuser sind nicht geheizt. Und von der Generatoreffizienz profitieren sie natürlich. Von der Generatoreffizienz profitieren auch die Arbeitsplätze wieder. Selbst breit gequatscht da. Oh, es ist das wirklich. Wir könnten halt auch über Heizkörper könnten wir die Arbeit. Nein, noch einmal. Über Heizkörper könnten wir die Arbeitsplätze freihalten. Nicht freihalten, erträglich. Und diese Nacht ist ja noch okay mit in den Häusern. Das heißt, wenn wir jetzt die Häuser erforschen, dann müssten wir eigentlich schick sein. So, also doch die Häuser. Frosty ist immer noch, der ist im Pflegeheim, der wartet wohl. Oh, im Pflegeheim sollten wir dann vielleicht auch mal, obwohl der hat's kühl und ist sowieso noch in Behandlung. So, gleich ist 18 Uhr.
Und das heißt für Hester. Dass sie wieder ihr Bein schwenken darf. Ja. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Was mich freuen würde. Genauso würde mich natürlich freuen, wenn ihr dran denkt, Like und gegebenenfalls Abo dazulassen. Macht's gut. Euer Palzi.